Ob unser Lager jetzt übertragen wird, was wir drüben haben, oder ob wir das alles, wie gesagt, rüberschippen müssen, weil das wäre echt doof. Das wäre voll beschmiert. Und da können wir uns doch echt ein schönes, eine schöne Basis bauen, hier auf dieser Grundfläche. Also ganz ehrlich, super. So. Was, du wusstest nicht, dass man Headset am Controller anschließen kann? Was? Du bist voll oldschool. So. Okay, das Ding muss ja mal bleiben, ist klar. Aber wir könnten ja theoretischerweise, wenn wir jetzt sagen, das ist unsere Base. Ich gehe mal eben rein. So. So, Basis, genau. Wie sieht das aus? Kann ich jetzt hier übertragen? Dazu muss ich, glaube ich, erst, ne? Wie war das nochmal? Ja, ja, Warnung erkannt. So, diese Basis in Besitz nehmen. So, und jetzt kann ich das jetzt übertragen. Ach so, die Lager. Nein. Ach so. Der hat quasi die ganzen. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Oh Gott, nein. Die ganzen Sachen sind jetzt weg. Das Lager da hinten ist komplett weg wahrscheinlich, so wie es aussieht. Also vermute ich mal. Die ganzen Sachen. Das heißt, es wird nicht das Lager übertragen, sondern. Ach komm, scheißegal. Wir bauen uns ein neues Lager. Kann uns egal sein. Ich würde sagen, wir fangen komplett neu an, komplett von vorne. Und fangen auch damit jetzt direkt an, weil dann haben wir das. Weil wir brauchen so oder so ein Lager. Und da muss ich mal gucken, wie fangen wir denn damit an? Warte mal, machen wir mal. Fangen wir mal mit 0 an. Wie weit kann ich denn damit bauen? Ist es egal, ob ich das eben baue? Ah ja, ich glaube, es gibt eine Begrenzung. So. Jawohl. Dann würde ich gerne den 1 dann hier anknüpfen. Warte mal. Und 2 machen wir hier neben. Ich fange mal erstmal klein an. Ja, ich lasse erstmal nur diese Lagerplätze hier. Kannst du nur Rohstoffe abbauen oder auch richtig Löcher in den Boden? Ich kann auch richtig Löcher in den Boden machen. Kann ich dir gleich zeigen. Ich muss nur mal eben kurz in den Löschmodus gehen, die Farbe ändern. Ich würde gerne meine Standardfarbe wieder haben. Welche war denn das? War das die hier? Ja, die war das gewesen. Ich finde, die erinnert mal so ein bisschen an Alien und an Half-Life, dieses Orangene. So ein klein wenig. Deswegen habe ich das genommen. Ja, ich kann Löcher in den Boden machen. Ich kann es ja mal kurz demonstrieren, wenn ich meine Waffe auspacke. Mit der Granate. So. Warte. Also ich kann mich auch nach unten graben. Wenn ich möchte. Aber ich will es jetzt eher gerne ungern alles hier verschandeln. So. Wir brauchen ja wieder unsere Techniker und alles. Deswegen, ich möchte aber gerne. Wo haben wir denn die? Da, genau. Würfelförmige Räume. Ich würde gerne. Ach, das ist unsere Levelbegrenzung hier. Die Kuppel hier drumherum ist. Im Übrigen, Under the Dome, eine sehr geile Serie. Schade, dass sie abgesetzt worden ist. Boah, mache ich das denn? Kann ich? Das unser Lager ist, ne? Bin gerade überlegen, wie ich das Ganze baue, weil das in der Mitte ist ja unser quasi so unser Main-Tempel, wo das gestartet wird. Den können wir ja auch nicht abbauen. Wenn ich den hier hin mache und dann. Ja. Flexi baut wieder Boxentürme. Ja, gut. So. Warte mal, kann ich den jetzt? Ja, kann ich. Weil hier rein sollen ja jetzt die Techniker und alles. Nicht genug Ressourcen. Willst du mich verarschen? Warum? Was fehlt mir denn? Hab ich doch alles. Mir fehlt Eisen. Ach ja, stimmt. Unser Eisen ist ja komplett weg. Unser Eisenvorrat, ne? Haben wir denn noch was auf dem Schiff oder? Nein, ist alles weg. Das heißt, ich werde mal jetzt erstmal was einlagern. Pass mal auf, ich mache das mal anders. Wenn wir schon einmal dabei sind, dann kann ich. Hier ist schon was drin, den Lagerbehälter. Ach, wir kriegen unsere Sachen dann wieder, oder was, wenn wir die Lagerbehälter bauen?
Ist doch nicht weg. Warte mal. Moment, ich muss mal eben was gucken. Na, guck mich nicht an. So. Einmal. Kann ich nicht bauen, weil mir eine galvanische Zelle fehlt. Wo habe ich sie? Hier. Ist hier das Eisen drin? Ja! Geil! So, das heißt also, dass wir doch übernommen. Das ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, unsere Klamotten sind jetzt alle weg. Aber das ist ja geil. Dann heißt, wir können hier ganz getrost einfach unser... Ja, unsere Basis bauen. Voll geil. So. Und dann kann unser Techniker natürlich weiter forschen, dass wir neue Sachen kriegen. Das ist ja cool. So, Mirsam, kann man das Lager dann von jedem Planeten öffnen oder ist das dann nur auf den einen? Nee, ist nur auf den einen Planeten, genau. Ist nur auf den einen Planeten. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Ich grüße dich. Ich habe deine Frage überlesen, sei mir nicht böse. Kann man nur auf dem Planeten, wo es gebaut ist, also hier, das Lagersystem, auswählen. Aber wenn du es abbaust, bin jetzt gerade umgezogen auf diesem Planeten. Die Sachen, die drin sind, bleiben drin, wenn du die neu aufbaust. Also ich habe mich jetzt gerade auch gewundert. Leider, das Problem ist nur, also es passt schon viel rein, so ist es nicht. Das Problem ist nur, du kannst maximal, ich glaube, 10 von diesen Containern bauen und dann ist Sense. Naja, müssen wir mal gucken. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man die Hauptbase, die hier, nicht umplatzieren kann. Aber gut. Jetzt bauen wir erstmal hier so ein bisschen ein paar Räumchen. Ich hoffe, wir haben genug Eisen für das, was ich da bauen will. Wahrscheinlich nicht. Ich habe wahrscheinlich wieder ein zu großes Vorhaben, was das angeht. Anstatt ich erstmal die Grundfläche baue, baue ich erstmal direkt das Dach. So, warte. So, das soll nicht so... Nee, das kann ruhig ein bisschen breiter sein. Warte mal, ich soll mal ein bisschen... Und ich wette damit, dass ich wahrscheinlich hier gleich, gut, Eisen finden wir überall. Das ist glaube ich, nicht das Problem. Ich muss mir das mal eben angucken. Ist natürlich super, dass es gerade Nacht wird. So kann ich das natürlich super überblicken. Okay, hier muss noch einer hin. Wenn ich das richtig sehe. Und dann hier zwei oder drei Stück noch, genau. Weil ich will das nicht so symmetrisch bauen, sondern eher so ein bisschen, dass es sich ein bisschen so abgrenzt. Nein. Habe ich nicht gesagt, mir fehlen die Ressourcen? So. Danke für funktionieren über den Controller. Musste nur von Chat auf Gesamtaudio umstellen. Ja, genau. Genau, auf Gesamtaudio, weil dann hast du auch nicht nur Spielesound. Hä, kann ich das nicht übertragen? Wieso kann ich das nicht? Hä? Wieso kann ich das Eisen nicht übertragen? Wieso kann ich das? Egal, hier haben wir noch genug. Da haben wir noch genug Eisen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So. Aber irgendwann baut man immer symmetrisch. Ja. Naja, mal gucken, ne? Mal gucken, ich weiß ja nicht, was es noch gibt. Ob es nach den Würfeln noch irgendwie was anderes gibt als Räume. Ob da noch irgendwie spätere Alternativen gibt, das weiß ich ja nicht. Ach ja, wir haben ja... Haha, ich bin so schlau. Oh, warte. Ich weiß, es ist jetzt nicht... Gewinnt jetzt keinen Schönheitswettbewerb, weiß ich. Aber, gut. Sieht auf jeden Fall besser aus wie dieser Kasten. Wenn da jetzt noch Fenster reinkommen und so, wie ich mir das vorstelle, dann wird das, glaube ich, ganz cool. So, wir haben ja immer noch kein Glas. Das werden wir wahrscheinlich alles noch lernen müssen.
zumindest einen Bauplan dafür. Jetzt baue ich erstmal eine Tür und eine Eingangstreppe. So, dann können wir schon mal reingehen. Finde ich auf jeden Fall schon von der Gestaltung her wesentlich besser wie unser erster Raum. Könnte natürlich nach hinten raus vielleicht noch ein bisschen anders werden. Wahrscheinlich noch größer. Ich weiß gar nicht, ob ich nach hinten bauen kann, weil ich glaube, ich bin da an der Levelgrenze, ne? Oder kann das sein? Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Weil hier raus können wir nicht bauen. Nein! Aber hier... Egal, dann mache ich das hier noch hin. Okay, hier raus nicht mehr. Okay, gucken wir mal. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen besser. Mir fällt gerade was auf. Habe ich das jetzt... das jetzt zu klein geworden oder zu groß? Ich muss mal gucken. Ja, das ist... Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen besser. So, wie sieht es aus mit den Lichtern? Kann ich die Lichter hier drin auch aufbauen? Geht das? Weil es hier so echt so dunkel ist, gibt es ja auch... Hallo? Da brauche ich eine galvanische Zelle, okay. Okay, für alle Lichter. Kann ich gerade eine herstellen? Ich probiere es mal gerade, warte mal. Was brauche ich denn dafür? Produkt herstellen? Galvanische Zelle. Produkt hergestellt. Ich gehe nochmal Eisen holen aus dem Lager. Ich will mal gucken wegen die Lampen, ob wir das da hinbekommen, ob wir es heller bekommen. Das ist so ein bisschen, ne? Ich bin so klug. K-L-U-K. So, Eisen. Wieso kann ich das hier hinten nicht rausnehmen? Was ist denn damit? Das ist Eisen, was wahrscheinlich immer drin bleiben wird, was ich nie wieder entfernen kann. Naja. Wie dem auch sei. So, Alter, 16 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig. Vielen Dank. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Lampen. Was würde denn hier gut rein... Hier, so Tellerlampen. Kann ich die hier irgendwie platzieren? Warte mal. Ich probiere mal. Nee, warte mal. Ich baue jetzt erstmal die Typen hin. So, wir brauchen erstmal so ein Konstruktionsterminal. Der Typ vom Konstruktionsterminal kann... Ja, der kann hier hin. Jawohl. Ja. Wir haben ja da schon jemanden, der da dran sitzt. Dann brauchen wir noch ein Wissenschaftsterminal. Das ist, der kann hier hin. Ja, oder hier. Interessiert mich nicht, ich bin drin. So, dann haben wir noch das Waffenterminal. Der kann von mir aus, Waffenterminal kann... Wieso kann ich das hier nicht bauen? Ach, weil hier die Levelgrenze ist. Sehr schön. Ich habe in die Levelgrenze gebaut. Machen wir es hier hin. So. Haben wir dann soweit alles? Ach ja, der Wissenschaftler, ne? Wissenschaftsterminal. Machen wir mal hier hin. Da bauen. Die beiden brauchen wir noch einen Mitarbeiter. Ist doch gut. 16 Zuschauer, da geht noch mehr! Ach, notfalls zwingen wir alles zum Zuschauen. Ja, mein Gott. Ist ja keine Pflicht zuzusehen, ne? So, jetzt mal nochmal gucken wegen Licht. Gibt nur hier diese Teller-Dinger, ne? Ich schau mal eben. Die sehen aus wie so Heizpilze. Stell mal eine hin. Geht das? Wow. Also die Lampe wertet den Raum jetzt unheimlich auf mit Licht, muss ich sagen. Ist ja... Ist wahrscheinlich doch eher ein Heizstrahler. Ich weiß es nicht. Toll. Wow, was ist denn hier? Ja, halt die Klappe, Wissenschaftler. Wow, also ich bin mega beeindruckt. Tine Wittler wird sich freuen. Da bringt er das Ding noch mehr. Aber da kann ich nicht bauen, oder? Doch, kann ich bauen. Warte mal. Kann ich das... Kannst du unter der Decke hängen? Okay, anscheinend nicht. Aber hier.
Hey, juhu. Ich habe eine Lampe gebaut, siehst du? Ich habe eine Lampe gebaut. Hallo. Alter. Warte mal, was haben wir denn noch? Genau, einen Speicherpunkt können wir gleich noch bauen. Was ist das denn? Ich kann hier gar keine Waffe nehmen. Ich würde gerne die Pflanze abmachen, aber... Was haben wir denn noch hier? Würfelförmige Räume. Fenster. Kann ich nicht bauen, weil mir Glas fehlt immer noch. Boah, das ist ein cooles Fenster. Boah, da kann man richtig schön rausgucken dann, wenn ich mir das vorstelle. Überall so ein paar Fensterchen reinbauen. Das wäre schon geil. Aber wie gesagt, dazu brauchen wir Glas. Ich weiß nicht genau, wie wir Glas kriegen. Ich vermute mal, dass wir das, dass wir das wahrscheinlich lernen werden. Was ist das hier? Infrastruktur. Ah, grundlegende herstellbare Konstruktionsgegenstand. Was? Keine Pflicht? Warum schlafe ich da noch nicht? Ich weiß nicht. Was? Spezial? Was? Spezialfähiger Kompositionwerkstoff zur Konstruktion von Gehwegen und gepflasterten Bereichen. Hä? Warte mal. Ich will nur mal gucken. Ach, wie geil. Dum, 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 dum. Hä? Dum, 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 dum. Erinnert mich gerade ein bisschen an Witness, falls ihr euch noch entsinnen könnt, an das Rätselspiel. Warte. Naja, passt nicht genau. Aber hey, wir haben einen Gehweg. Das ist ja cool. Das ist ja geil. So, was haben wir denn noch hier? Was ist das hier? Aha, gepflasterter Gehweg. So ein Klotz. Super. Zur Verschönerung, deiner Basis. Ich baue das mal, um mal zu gucken, was das... Garagentor? Ernsthaft? Geht es auch wieder zu? Ich will mir sofort eine Garage bauen. Ich will mir sofort eine Garage... Wie baue ich hier Wände dafür? Ich will mir eine... Huch. Kohlenstoff brauche ich dafür. Wie baue ich denn hier bitte eine... Hä? Wofür soll denn das sein, wenn ich dafür keine Wände bauen kann? Warte mal, kann ich? Achso, die Dinger muss ich vorfertigen? Hä? Ich glaube, für Glas brauchst du dünne... Was? Dünne Blaupause, wenn ich sowas in dem Spiel gibt. Ja, wir kriegen ja die Blaupausen über diesen Wissenschaftler oder diesen Konstrukteur, aber wie gesagt, so weit weiter bin ich noch nicht. Ich wollte mal... Kann ich auch anscheinend nicht überall bauen, ne? Was ist das denn hier eigentlich? Ach, das sind so Wände für die Garagen, oder was? Das ist ja strange. Also ich weiß wohl, es soll wohl später Fahrzeuge geben. Sollen wohl Leaks gefunden worden sein, also so Fahrzeugstationen, die kann man wohl auch schon bauen, wenn man so weit ist im Spiel. Nicht genug Ressourcen, mir fehlt Kohlenstoff, ernsthaft. Wenn man so weit ist, kann man wohl schon so ein Fahrzeug bauen, ist aber wohl nicht so ganz toll damit zu fahren. Darauf spiele ich ja gerade noch hinaus, da hinzukommen, aber na gut. Ich hole mir jetzt erstmal Kohlenstoff und dann schauen wir mal. Ich will mir erstmal eine Garage bauen, obwohl wir noch gar kein einziges Fahrzeug haben, ist mir egal. Ich hoffe, die Wächter kommen nicht und hauen mir jetzt auf den Finger. Oh, oh. Nein, ich will noch eben nehmen. Danke. Ciao. Freunde. Ja, es wird Fahrzeuge geben. Soweit ich weiß, nicht vor April. Ja, wie gesagt, ist halt schon alles geleakt und so. Aber, naja, gut. Wahrscheinlich zu meinem Geburtstag wahrscheinlich gibt es dann die Fahrzeuge. Wächter einer deaktiviert. Okay. Alles gut wieder, Freunde? Okay, die haben sich anscheinend wieder beruhigt.
Das heißt, ich kann hier wieder weiterbauen. So, warte mal. Wie hoch muss ich das denn bauen für die fürs Garagentor? Ich mach das mal so. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das... Hä? Ach, ich kann das hier sogar anknüpfen. Ach, krass. Ach, das ist ja geil. Oh, ich bin so schlau. Warte mal. Ich hätte erst das Tor bauen müssen, ne, oder? Okay, das kann ich nur gerade bauen, aber... Da drunter? Aber hier lang kann ich das nicht bauen anscheinend, oder? Sehr merkwürdig. Warte mal, ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh, warte mal, ich muss mich mal eben auf meinen Fuß setzen. Was, nutzt du noch die VR oder denkst du, dass es nur ein Hype war? Ja, ich denke mal, dass ich die VR demnächst wieder mehr nutzen werde. Momentan eher nicht so. Hype, ja gut, kann man jetzt nicht so, weiß ich nicht, kann ich noch nicht beurteilen. Wird sich zeigen, was jetzt die Zeit bringt halt mit Spielen, ne? Upala, müssen wir mal schauen, müssen wir mal abwarten. Wird sich, ich denke mal, das wird sich jetzt bald zeigen. Ich reiß das nochmal nicht ab, das, ich dachte, man kann das um die Ecke bauen. Ich denke mal, das wird sich jetzt, innerhalb der nächsten Zeit wird sich das zeigen. Was für Spiele wir da erwarten werden und sehen werden. So. Da gucken wir mal. Das wird eine kleine Garage. Das wird eine kleine Fahrzeuggarage. Was? So, werde ich jetzt aber ins Bett wünschen. Wir noch allen einen viel Spaß und einen schönen Abend. Dann bis morgen. Ja, mach's gut. Schlaf gut. Mach morgen nicht so viel. Okay, ich mach die ein bisschen größer. Danke fürs Dasein. So, also gucken, dass ich es gerade baue hier. Ich würde das, glaube ich... So, glaube ich, ist ganz gut. So, hey, juhu! Das Problem ist, wir haben kein Dach. Aber das ist schon cool. Wir haben eine Garage, aber... Wir haben kein Dach. Warte mal, können wir ein Dach bauen irgendwie da oben? Kann ich da irgendwie... Das geht leider nicht. Keine Gehwege. Ja, ich mach da oben nochmal... Ich mach da oben nochmal eine Tür hin. Genau. Was ist... Das kann ich als Dach nehmen. Hey, warum nicht? Das geht sogar. Da kann man mal irgendwie was reinstellen. Vielleicht, wenn man irgendwann mal was hat oder so. Was? Ich warte nur drauf, bis Twitch irgendeine VR-Funktion bekommt. So ein lecker Twitch-Mädel in VR. Warum denn nicht? Ja, die Pornhub-App wird doch wahrscheinlich kommen, so wie das aussieht. Was macht der da? Das ging mir jetzt ein bisschen auf den Sender. Weil die da am Rumeiern war, das ging mir auf Eier, auf Ohren. Welcher Eier deaktiviert? So, jetzt hau ab. So, was wollen wir noch bauen? Warte mal, ich guck mal eben, was ist das hier eigentlich? Was soll das sein? Was ist denn das? Das ist eine Kugel. Entschuldigung. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das sehen aus wie so Kanister oder beziehungsweise irgendwie so... Ja, so Rohre, die man bauen kann. Was haben wir denn hier? Strukturen? Was ist das denn hier?
Basiseinheit für sämtliche Konstruktionsprojekte. Bietet ein solides Fundament für jedes Gebäude. Achso, für jedes Gebäude. Und ich dachte, das wäre eine Landeplattform beim ersten Mal. Achso. Macht natürlich Sinn. So, hier sind die viereckigen Terminals, die man bauen kann. Ach stimmt, das geht ja auch, ne? Da kann man dann sogar um die Ecke gehen. Ich teste das mal, wie das ist. Boah, die gehen mir voll auf den Sender, dass die hier rumeiern. Ich hoffe, die verschwinden bald. Ach, hier sind... Ach, guck mal, hier so... Total sinnfrei eigentlich, diese Ecke. Aber egal. Aber egal, wie haben sie gebaut? Alter, 24 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr da seid. Komm, hier haben wir sogar noch so ein Plusstückchen. Glas haben wir natürlich nicht. So, was haben wir noch hier? Die Türen, die Treppe. Mhm, die Terminals. Ja, ja, ja. Dekoration. Wir können ein Bett bauen. Ich finde, wir müssen noch eine eigene Bude bauen für uns selber. Weil da drin ist ja hier quasi so... Warte, ich mach das mal eben weg. Weil da drin ist ja quasi so Hauptquartier. Hier ist so eine kleine Garage. Wir müssen noch so für uns selber so ein kleines Hauptquartier bauen. Wir müssen gleich mal gucken, was der Typ für uns noch so bereithält. Ich bin noch so ein bisschen unzufrieden, was das, Ich schau mal... Wir machen das so. Wir schauen jetzt mal... Wir machen jetzt gleich mal eine kleine Pipi- und Popo-Pause, eine Augenpause. Und, ich hole mir dann gleich mal irgendwas zu trinken. Und dann fragen wir mal, was der Konstrukteur hier von uns will. Vielleicht kriegen wir neue Baupläne von ihm. Ich frag den mal lieb. Schauen wir mal. Und dann gucken wir mal, was wir da bekommen. So, Mordidkristalle entstehen in den verwesenen Leichen toter Kreaturen. Ich weiß nicht, warum du mich so interagierst ansiehst. Deine Spezies besteht doch auch aus Fleischfressern, oder? Guck mal, ich habe sogar was davon. Wahrscheinlich früher in der Sesamstraße gearbeitet, ich weiß es nicht. Dekoration hatte ich das schon, oder? Ach, stimmt. Ah, hat er es nicht gespeichert gehabt. Apropos speichern, das können wir mal eben bauen. Weil wir gerade dabei sind, warte. Wo baue ich das denn hin? Komm, ich baue das mal hier hin. Oder? Boah, die Drohnen gehen mir auf den Sender. Wo baue ich? Ja, komm, ich baue das hier mal hin. Neben unserer Garage. So, ich speichere das mal. Fragt mich nicht, warum wir eine Garage haben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben die einfach mal gebaut. Und, ja. Sie ist da. So, jetzt habe ich gespeichert. Jetzt würde mich mal interessieren, was ihr als nächstes braucht. Vielleicht kriegen wir ein Fahrzeugterminal. Das wäre so geil. Eine autonome Bergbaueinheit. Macht die harte Arbeit, während du nicht da bist. Das ist aber erst der Anfang. Ich habe noch weitere Pläne für dich. Ich brauche für alle möglichen Gegenstände Schaltplatten. Du solltest dem Wissenschaftsterminal besser einen Besuch abstatten. Ich habe meinen Konstrukteur damit beauftragt, ein Mittel zu entwickeln, um das Kommen und Gehen zu reduzieren, das meinen Tage erfüllt. Er hat mir eine autonome Bergbaueinheit vorgeschlagen. Die Maschine kann die Ressourcen eines Planeten extrahieren, ohne ständig überwacht werden zu müssen. Leider hat er nicht genügend Schaltplatten für einen Prototypen. Das heißt, ich sollte dem Wissenschaftsterminal... Das heißt, wir brauchen einen Wissenschaftler. Oh, oh. Das heißt, wir müssen erstmal einen Wissenschaftler, das ist der Techniker. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Wissenschaftler hier. Den müssen wir erstmal engagieren. Das heißt, das ist unsere nächste Aufgabe. So, ich frage mal eben bei dem Techniker nach, was er braucht. Ach, der braucht immer noch den Gefahrgut. Für den Gefahrguthandschuh braucht er immer noch, Kandensium. Das ist irgendwie, wie war das nochmal? Die Verfeinerung... Doch um die Entwicklung zu verfeinern, muss ich mich in einer unwirtlichen radioaktiven Umgebung begeben, um einen Vorrat an Kandensium. Eine radioaktiven Umgebung müssen wir also.
um diese Pflanzen zu kriegen. Gut, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Augenpause, Pipi-Pause, Pupu-Pause, Chipso-Pause, Raucherpause. Dann geht es gleich spannend weiter mit No Man's Sky und dann begeben wir uns mal auf die Reise, ob wir einen Wissenschaftler finden. Ja, wettermäßig ist es ja gerade dazu ideal, drin zu bleiben. Ich würde sagen, bleibt dran, es bleibt spannend, bis gleich.